Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit unserer Wendy. Und die Shoppingtour geht weiter. Viel Spaß. Ach, guck mal, die kannst du so essen. Thunfisch, irre. Komm, futter das mal. Ach, du hast ja jetzt auch gerade gefuttert, ich Schlaukopf. Na gut. Pflanzenöl. Ja, Mehl. Puh, das ist jetzt eigentlich auch Quatsch, das mitzunehmen alles, aber gut. Oh, warte, hier. Das wäre wichtig zum... Ich habe ja ein Auto, ne? Und das ist nämlich auch... Und mal, passt das da noch rein? Ja. Ich packe das hier schon wieder alles in den falschen Topf. Und da kommt die Katze an. Ja. Da haben wir schon mal eine Axt. Ein Beil, meine ich. Hammer, Hammer, Hammer. Hammer, Hammer. Rohrzange. Okay. So, jetzt bin ich auch schon ganz schön überladen hier. Es ist jetzt. Jetzt muss ich nochmal hier gucken, was gibt's hier noch? Oh! Also diesen Dünger, ne? Den braucht man. Der ist gut. Meine ich, in Erinnerung zu haben. Das ist auch gut. Ich muss gleich mal. Wie passen hier noch rein? Okay. Saftpäckchen, wie süß. Okay, wir können da bleiben. Karte von Riverside. Lesen. Kfz-Mechanik Band 1 haben wir, glaube ich, schon. Vielleicht gibt es ja auch noch eine Taschenabteilung. Ich brauche einen Rucksack. Und eine Bücherabteilung. Ah, das wäre perfekt. Ich glaube, der Dünger ist irgendwie gut. Da klingelt es irgendwie bei mir. Ja, das ist alles so schwer. Ich bringe das mal zum Auto. Ja, Mausi, das ist ein Drama. Jetzt wird es auch dunkel. So, alles verschieben. Da alles in so einen Müllsack geht, das ist unfassbar. Och, und wie viel Platz in diesem Auto ist. Ich bin platt. Ich hätte gerne einen Rucksack. Da wird mir warm. Na siehst du. Ich bin ja auch gut angezogen. Ich möchte gerne noch weiter shoppen. Wo ich hier gerade so schön meine Ruhe habe. Knopf. Okay. Hier ist die Nähabteilung. Oh, warte. Hafer ist auf jeden Fall gut. Ich weiß nicht, ob das... Batterien sind nie weg. Mikrowelle, warte mal. Aber die kann ich nicht zerlegen, ne? Das kann ich zerlegen. Ich
Ich mache das jetzt einfach mal. Hilft alles mit. So, hier haben wir wieder Geschirr, weiße Lampe. Welcher ist das? Welcher Schrank? Der. Ja gut, davon haben wir aber, glaube ich, genug. Eimer haben wir, glaube ich, auch. Geld. Ich kann es in den Ofen anzünden. Schokolade für die Mäuse, habe ich gehört. Ist das sehr verlockend. Oh, Walkie-Talkie Premium Technologie. Ich nehme tatsächlich mal alle mit, damit die unterschiedlichen Charaktere da auch dann welche, also damit wir die auch noch so ein bisschen verteilen können. Müsli. So, sind hier Bücher? Oh. So, ich weiß jetzt gar nicht genau. Hier, das ist auf jeden Fall ein Skill-Video. Die anderen glaube ich nicht. Das. Das. Es kann sein, dass wir welche davon schon haben. Das zum Beispiel. Karson bestimmt auch. Das war sie halt nicht hier. Wahrscheinlich nicht, aber ich nehme jetzt nicht alle mit. So, aber keine Bücher. Das ist natürlich schade. War ich jetzt hier schon? Oder hier? So, das war jetzt schon mal sehr erfolgreich. Dann könnten wir das auch noch mitnehmen. Nehmen wir alles, komm. Fahren wir jetzt nämlich. So, mal eben auf die Karte gucken. Hier unten müssen wir hin. Ich markiere das mal. Ach, ich habe den Stift nicht dabei. Liegt im Auto. Hehe. Okay. Ich würde mal sagen, am einfachsten ist hier oben rum. Und dann. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Ich glaube, hier ist der Buchladen, wo ich dann eigentlich auch mal hin will mit Wendy. Müssen wir hier reinfahren. Frage ist, ob wir hier noch weiter gucken eben oder ist das zu risky? Man so ein Walkie-Talkie eigentlich auch am Gürtel anbringen? Ach ja, kann man. Oh, jetzt habe ich es weggepackt, ne? Habe ich noch geschafft. Weil dann würde ich nämlich mal. Ich bin ja jetzt hier nicht am Rumzimmern.
bei Gelegenheit hier ein bisschen rumfunken. Ich will mal eben hier noch gucken, was hier noch ist. Oh, Essig ist, glaube ich, zum Einlegen wichtig. Okay, aber hier werde ich jetzt nicht alles plündern. Außer die Schokolade. Da haben wir nämlich noch genug von. Ich will nochmal hier immer gucken. Oh Gott. Hier ist es ja duster. Okay. Und nebenan ist eine Bar. Ach nee, Laundromat. Oh. Okay, da gibt es Klamotten, die brauche ich jetzt nicht. Ja, ein Waschmittel wahrscheinlich, aber. Also Seife. Nee, nee, ist gut. Ich fahre lieber, sonst passiert noch ein Malheur. Sonntagsfahrer ist. Mal. Fährt man tatsächlich ein bisschen hurtiger. Irgendwie ist hier ganz schön wenig los. Ah, hier. Aha. Hier steht hier rum, wa? Ich will jetzt möglichst nicht so viele überbrettern, weil das Auto dann auch so mal kaputt geht. Hier zur Linken ist der Buchladen irgendwo, wo ich hin will. So, ich glaube, gleich kann ich mal links ab, rechts abbiegen. Die nächste vielleicht.
Das sieht in der Tat richtig aus hier. Sollte ich mich nicht verfahren haben? So, guten Tag. Hier sind schon ein paar Autos geparkt. Muss ich mal gucken, wo ich mich dazu stelle. Nicht so auf. So geht's vielleicht. So, Licht aus, Motor aus. Ausgepackt wird bei Tageslicht. Einmal hier ein bisschen die Lage checken. Der Mülleimer. So, dann, was haben wir denn hier gerade dabei? Das können wir erstmal. Hier, die Schokolade packe ich direkt in den anderen hier mit rein, weil das nämlich dann ja besser passt zu Gartengelöt, wenn das in die Falle passt. So, und ich habe Hunger. Was essen wir denn mal? Was hier noch mehr? Müsli ist, glaube ich, auch für die Fallen ganz gut. Das will ich mal jetzt nicht essen. Ich glaube, man könnte sich eine. Ach, guck mal, eine Schüssel mit Bohnen oder eine Schüssel mit Haferbrei. Machen wir mal. Wir experimentieren mal ein bisschen damit rum. So, ungekocht. Ach so. Das ist ja doof. Warte mal, dann machen wir doch mal Wokgericht aus Rahmnudeln. Hier können wir nichts mehr mitmachen, ne? Wir mal Karotten auf. Kann ich hier jetzt auch was reintun? Nö. Ob das mit dem unglücklich weggeht, wenn das heiß ist? Wahrscheinlich ja, ne? So, wir wollen noch Öl. Na gut, lassen wir so. Dann gehen wir mal was kochen. So, hier irgendwo. Irgendwo hier ist der Kamin.
Guck mal, so, jetzt können wir hier das mal reintun. Wenn ich jetzt das Walkie-Talkie mal einschalte. Ah, das kann ich auch mit Kopfhörern benutzen. Das ist gut. Und kann ich jetzt hier Voreinstellungen hinzufügen? Käfer schreibe ich mal. Hallo, hallo. Hallo? Müsste ich jetzt quasi, würde ich denken, also wenn jemand auf der Frequenz hören würde und in Reichweite wäre. Hallo, hallo, müsste er mich hören. Wenn ich die Taste drücke, ist über meinem Kopf der Lautsprecher, dann müsste ich auch in-game quasi Geräusche verursachen. Das heißt, man muss dann aufpassen, dass man das. Oh, ich passe gar nicht auf hier. Jetzt wäre es mir fast verbrannt. Was fehlt denn noch? Das wäre es gewesen jetzt. Kommt der neue Charakter in die Basis und steckt erstmal alles in Brand. So, dann haben wir gut gegessen. Das ist schön. So, dann machen wir das jetzt aus, weil jetzt wird wahrscheinlich auch keiner hier rumfunken. Jetzt müssen wir noch die Zeit sinnvoll nutzen. Das Erste, was wir machen, ist erstmal die ganzen Bücher hier lesen. Egal, ob wir es gebrauchen können oder nicht. Was für welche haben wir? Derzeit trinke ich mal schön ein Käffchen. Bevor der ganz abgekühlt ist. Haferflockenkeks, Zuckerkeks. Gar nicht das dann eigentlich. Ach, guck mal. Backblech mit Zuckerkeksen. Wie geht das denn? Kuchen in die Backform legen. Also man muss ja wahrscheinlich erstmal einen Teig machen. Und den kann ich jetzt noch nicht, den kann ich aber gleich. Da. Ah. Haben wir ein Backblech? Da könnte man mal so eine Pizza machen. Boah. Warte mal. Jetzt vielleicht Brotteig, siehst du. Baguette. Schüssel, Nudelholz, Hefe, Wasser, Mehl, Salz. Ach krass. Gabellöffel oder Spatel, okay.
Es ist echt witzig, was man so machen kann. Ei, wilde Eier, oh Gott. Also wenn man sich hier als Koch austoben will, dann geht das auch. So, die haben wir doppelt, sehe ich das richtig? Dann machen wir die jetzt mal erst wieder zurück. Okay, dann einmal wieder in die Garage Müll wegbringen. Wir sind ja ordentlich. Zack. Dann in die Küche Geschirr wegbringen. Hier kann man wenigstens ein bisschen was sehen. Ah ne, hier. Also Backblech, Spatel oder Gabel oder so müssen wir mal mitbringen. Und Muffinform und Kuchenform. Bei Gelegenheit. So, was haben wir hier noch drin? Nix, das haben wir schon ausgeräumt. Okay. Hier haben wir Kampfmontur. Da können wir uns vielleicht mal erstmal anziehen. Die Hose, die wir anhaben, hat schon 10, 20. Okay. Es wird kälter. Haben wir lange Socken oder Socken? Wir ziehen lange Socken an. Wir bräuchten Stiefel. So, das ist gut. Dann haben wir ein T-Shirt. Ach, guck mal, das Holzfällerhemd hat gar keine Verteidigung. Wir nehmen die Lederhandschuhe. Warte mal, wir packen mal das Holzfällerhemd hier rein. Das T-Shirt packe ich da auch mal rein. So, und dann haben wir nämlich, warte mal, die Jacke, die hat auch noch mal plus 10, plus 20. Und da können wir besser die anziehen. Und theoretisch den Motorradhelm. Den nehmen wir erstmal. Bevor wir uns totschwitzen. So, dann ist die Frage, haben wir hier noch irgendwo eine Tasche rumliegen? Ah, hier eine Reisetasche. Die nehme ich erstmal. Kann ich mir den ollen Müllsack mal hier lassen. Der kann hier mit rein. Ach nee, Quatsch, warte mal. Doch, nein, doch, nein, doch, nee. Kann in die Garage zum Crafting-Kram. So. Es ist windig. Luten, Luten, Luten. Wendy ist im Sammelwahn. Jetzt will sie auch noch anfangen zu backen. Wir werden sehen, wohin das führt in der nächsten Folge.